Warnung, die nachfolgende Sendung zeigt Aufnahmen eines Hobbygärtners in einem gewöhnlichen Hausgarten. Gartenarbeit liegt voll im Trend, hebt die Stimmung und entschleunigt vom stressigen Alltag. Daher wird empfohlen, die gezeigten Szenen unbedingt nachzuahmen. Hi, ich bin Michael Imhoff, willkommen bei Dschungelgemüse. In den Kommentaren wurde ich schon so oft gefragt, kannst du uns nicht mal deinen Wachtelstall zeigen? Heute ist es soweit, ich zeige euch meinen Wachtelstall, kommt einfach mal mit. Der Wachtelstall befindet sich im hinteren Bereich des Gartens in einer alten Gartenhütte. Die Gartenhütte habe ich so weit umgebaut, dass sie für die Haltung der Wachteln, wie ich finde, ideal ist. Der Stall ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal den linken Bereich, in dem meine Utensilien zur Wachtelhaltung stehen. Im hinteren Bereich seht ihr den Aufzuchtstall, den ich jetzt gerade als Lager umfunktioniert habe, ja, weil ich keine Jungwachteln habe. Und im rechten Teil, dort leben die Wachteln. Die oberste Devise beim Betreten des Wachtelstalls lautet für mich, alte Sachen anziehen. Durch das Scharren der Tiere im Einstreu wird so viel feinster Staub aufgewirbelt, der sich überall an den Gegenständen hier absetzt. Man sieht es hier ganz schön an der Tonne. Alles feinster Staub und den hat man dann an seinen Klamotten hängen. Hier im linken Bereich habe ich mein Regal mit dem Zubehör. Ich habe verschiedene Wassernäpfe, auch die Futtertröge sind unterschiedlich. Ich hatte erst diese kleinen hier oben, bin dann auf diese hängenden umgestiegen. Finde ich einfach praktischer, weil die Tiere keinen Einstreu in den Futternapf oder in den Wassernapf scharren können. Ja, dann habe ich noch Heizplatten für die Wassernäpfe, damit im Winter das Wasser nicht gefriert. Ketten zum Abhängen. Klaus Grittstein. Den Grittstein male ich klein und mische ihm den Futter unter. Und was ich in meinem Zubehörbestand überhaupt nicht mehr missen möchte, ist dieser Papierhandtuchhalter. Ich verwende die Papierhandtücher zum täglichen Reinigen der Wassernäpfe. Mein Futter bewahre ich in diesen praktischen Regentonnen auf. Die haben einen Deckel, lassen sich gut verschließen und sollte sich doch mal ein Schädling hier rein verirren, kommt er nicht ans Futter und ist hoffentlich so schnell wieder raus, wie er drin war. Da wir hier hinten keinen Wasseranschluss haben, hole ich das Wasser täglich frisch aus dem Keller in so einem Kanister. Für die Reinigung des Stalls verwende ich einen Besen und eine Schaufel. Für die unzugänglichen Bereiche dann eine kleine Kehrschaufel und ein Handfeger. Für harte Rückstände von Kot nehme ich einen Spachtel und kratze den damit ab. Ja, dann kommt das alles in so einen Maurerkübel und landet auf dem Kompost. Ende des linken Bereichs befindet sich mein Aufzuchtstall. Dieser Aufzuchtstall hat die Maße von 1,70 m in der Breite und 80 cm in der Tiefe und bietet Platz für 40 Wachteln im Alter von 2 bis 6 Wochen. Die Bereiche, in denen die Wachteln leben, habe ich durch eine ganz einfache Dachlattenkonstruktion realisiert. An die Dachlatten wurde dünner Kaninchendraht getackert. Diese Konstruktion ist hier für meinen Stall vollkommen ausreichend, da ich nachts die Tür immer schließe, dass kein Fressfeind, eine Ratte, ein Fuchs oder ein Marder hier eindringen kann. So, ich habe es mir mal hier im rechten Bereich des Wachtelstalls bequem gemacht. Hier leben meine 21 Wachteln auf gut 6,5 Quadratmetern. Der Stall ist 3 Meter lang und 2,20 Meter breit. Ja, und wie man sieht, genießen die Tiere gerade ihr Sandbad. Das ist immer das Größte für die, einfach im Sand zu baden. Ein Sandbad sollte auf keinen Fall in eurem Wachtelstall fehlen. Vor mir seht ihr meine Wasser- und Futternäpfe, die an Ketten hängen. Einfach aus dem Grund, dass beim Scharren der Tiere kein Einstreu in den Futterwassernäpfen landet.
Da sind die immer schön sauber und erleichtern das Reinigen. Ja, das Einstreu ist gar nicht so sehr hoch. Vielleicht 2-3 cm, an manchen Stellen auch nur 1 cm. Darunter ist eine OSB-Platte und darunter befindet sich Rauschbund. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Boden ist selten feucht und wird alle 2 Wochen sauber gemacht. Dann fege ich einmal durch, kratze Kotrückstände vom Boden ab. Das ist eigentlich alles, was ich mache. Ja, wenn man sich die Tiere so anschaut, finde ich, dass die alle einen guten Eindruck machen. Ein wenig Haarausfall, ja, was darauf hindeutet, dass sie sich gut aus dem Weg gehen können. Versteckplätze, hier muss man gerade schauen, sieht man es, habe ich eigentlich nur in Form von diesen OSB-Platten, die ich einfach schräg an die Wände gestellt habe. Die Eier werden meistens einfach so am Boden abgelegt. Dann habe ich noch so Lebensmitteleimer, vorne ein Loch reingesägt. Da krabbeln sie auch gerne rein, legen gelegentlich auch mal ein Ei hinein. Aber in der Regel liegen die Eier überall verteilt hier im Stall. Das Thema Licht in Wachtel- und Hühnerstallen wird in den Internetforen und in Facebook-Gruppen sehr kontrovers diskutiert. Durch die Veranda, die überdacht ist, dringt leider in diesen Stall sehr wenig Licht hinein und ich sah mich gezwungen, eine LED-Leuchte zu installieren. Ich habe mich für ein hochwertiges Produkt entschieden, in der Hoffnung, dass es wenig flackert und den Tieren ein beständiges, gleichmäßiges Licht liefert. Als ich mit der Haltung der Wachteln begonnen habe, habe ich meine Tiere zunächst in solchen selbstgebauten Käfigen gehalten. Dazu habe ich einfach einen Korpus aus OSB-Platten zusammengeschraubt und vorne 2 Türen installiert. Die eine zur Belüftung mit einem Gitter, die andere als Windschutz auch mit einer OSB-Platte. Eingerichtet sind diese Käfige so wie mein großer Stall auch, mit hängenden Wasser- und Futternäpfen, einem Sandbad, einem Eimer zur Eiablage oder auch als Versteck. Hier leben aktuell 7 Tiere drin auf einer Fläche von 1,25 m x 70 cm und einer Höhe von 50 cm. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Wachteln in geringer Anzahl durchaus in so einem Käfig halten kann. Und jeder Züchter hält seine Zuchtgruppen natürlich auch auf kleineren Flächen. Oftmals gehen die Züchter ja auf verschiedene Farbvarianten und halten einen Hahn mit 5 oder 6 Hennen zusammen, um eine hohe Befruchtungsrate zu garantieren, und denen steht auch kein Riesenstall zur Verfügung. Meiner Meinung nach ist es völlig okay. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt ihr es garantiert in die Kommentare, ich weiß. Oder gebt mir einen Daumen nach unten. Aber das ist immer noch besser als die herkömmliche Wachtelhaltung, in der, keine Ahnung, auf so einer Fläche 60 oder 70 Tiere sitzen. Noch dazu auf einem Gitterboden. Wie gesagt, meine Meinung zu dieser Käfighaltung ist durchaus positiv. Ja, und man sieht es den Tieren einfach an. Hier unter der Veranda sollte längst ein überdachter Freilauf für die Wachteln gebaut sein. Das habe ich leider aufgrund der anderen Projekte, die wir hier im Garten hatten, noch nicht geschafft. Aber wenn ich das Ding baue, seid ihr auf jeden Fall dabei. Ich nehme die Kamera mit und ja, dann könnt ihr meine handwerklichen Geschicke mal live und in Farbe begutachten. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Wenn euch der Clip gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Checkt unser Facebook, checkt unser Instagram. Ab mit euch in den Garten. Ciao.